Jetzt fassen wir das von der letzten Mathestunde nochmal zusammen. Was ist eine Funktion? Also, was ist sie wirklich? Was ist eine? Nochmal ganz kurz dazu. Wir kennen doch eigentlich eine Funktion, ich sag's mal ganz locker, ist eine dumme Rechenmaschine. Die kann rechnen, zum Beispiel, ich gebe einen X-Wert vor und dann nimmt die alles mal 3 und dann gibt sie mir das raus. Oder die ist noch dämlicher und sagt, ich gebe einen X-Wert vor und da sagt sie, naja, der Rückgabewert ist das gleiche. Naja, dann brauche ich auch keine Rechenmaschine. Aber eine Funktion ist eine starre Rechenmaschine, die kann durchaus relativ kompliziert rechnen, komme ich gleich drauf. Oder die sagt, ich gebe einen X-Wert vor, ich ziehe mal eins ab und gebe es dir zurück. Also dementsprechend, was ich vorgebe und was zurückkommt. Das im X- und das im Y-Bereich, aber man sagt eigentlich, was ich vorgebe, die Vorgabe, ist der Definitionsbereich. Ich definiere hier, was hier reingegeben wird in die Rechenmaschine, was ich also eintippe. Und das, was rauskommt, das ist der Wertebereich, das, was die Rechenmaschine dann ausrechnet. So, und dann ist eine noch dämliche Rechenmaschine, dämlichere, die sagt, du kannst mir geben, was du willst, ich sage immer 7 oder 100.000 oder was weiß ich. Ausführlich hieße die, Y ist gleich 0 mal X plus 7, aber weil 0 mal X 0 ergibt, schreibt man das nicht mit hin. So, also die ist so dämlich, die sagt immer 7, egal was ich gebe. Ich kann auch minus 588.322 eingeben, dann sagt die wieder 7. Grauselig. Gibt's aber. Gut, ein bisschen anspruchsvollere Rechenmaschine, die kann Quadratzahlen. Also was ich eingebe, nimmt sie mit sich selber mal x, man sagt y ist x Quadrat dazu. Ich gebe ein 3, dann sagt die 3 mal 3 ist 9, ne? Ich gebe hier 3 ein, gibt sie mir 9 aus und so weiter. Gucken wir uns diese Funktion nochmal ein bisschen genauer an. Nebenbei, wenn ihr hier oben mal auf die Links achtet, da kommt immer so ein Thema zu linearen Funktionen, also könnt ihr euch nochmal tiefer bilden, da behandle ich das alles nochmal ausführlicher, das ist ja hier sehr kurz. Genauso ein Link, wer es nicht erwarten kann, quadratische Funktionen, Parabeln zeichnen, das wird hier in diesem ersten Teil passieren und im zweiten Teil, da gehe ich dann auch auf alle, in Anführungsstrichen, Funktionen ein, da kann man dann nochmal gucken, was man da für Funktionen sich raussucht und die dann besser lernt und skizziert. Nochmal zu dem Thema y ist x Quadrat. Das kann ich natürlich auch mit negativen Zahlen machen, denn minus 1 mal minus 1 ist plus 1 und so weiter und so fort. Die gibt mir, je nachdem, zwar gleiche y-Werte raus, aber immer bezogen auf einen x-Wert. Ich glaube, ihr ahnt es schon, wenn ihr das hier unten gelesen habt. Nehmen wir die Betragsfunktion, weil man da nicht rechnen muss. Der Betrag ist immer der positive Rückgabewert. Ich gebe also eine minus 1 ein, macht sie plus draus, minus 2, plus 2 und so weiter. Und wenn plus 1 eingegeben wird, macht sie auch plus 1 draus, beziehungsweise muss nichts tun. Eine 0 bleibt eine 0. Schön. Bis dahin gut. Ich komme dann auch mal auf die zeichnerische Darstellung. Das wird dann, glaube ich, im vierten Teil sein. Nochmal ein Link zu den Vorzeichenregeln. Es gibt in meinen Augen nur eine einzige Regel und damit lässt sich das ganze Thema ganz leicht erklären und man weiß es auf einen Schlag und muss da nicht plus mal plus ist plus, minus mal minus ist auch plus und ach, hör auf. Was keine Funktion ist, und dann wissen wir, was eine Funktion ist. Wenn ich nochmal diese Betragsfunktion mir angucke, die läuft bis hierhin, bis zur 3, bis hierhin, läuft die super. Und jetzt kommt nochmal eine 3, eigentlich müsste hier eine plus 3 drin stehen, steht aber nicht. Wenn da aber ein anderer Wert dasteht, also das heißt, einer eindeutigen Vorgabe irgendwas nicht eindeutiges zurückkommt, nämlich 2 Werte, noch mehr Werte, dann stimmt was nicht. Oder es ist auch durchaus erlaubt, dass ich eine 4 eingebe und es kommt eine 4 zurück. Und ich könnte auch mal eine 3 eingeben und es kommt eine 4 zurück. Aber wenn ich nochmal eine 3 eingebe und es kommt eine 3 zurück, dann stimmt was nicht, dann ist es keine Funktion. Dann ist es nur eine Beziehung, eine Relation, bezogen aufeinander, irgendwie. Was ist also eine Funktion? Man kann sagen, jedem x wird nur ein y zugeordnet. Jedem x wird nur ein y zugeordnet. Das ist also Mist hier, ne? Das geht nicht. Wenn da eine 3 drin stünde, dann wäre es in Ordnung, steht aber nicht, also ist es blöderweise keine Funktion. Gut, im zweiten Teil geht es dann weiter zum Thema, wie spricht man es aus und so weiter und so fort. Also insgesamt 4 kurze Teile. Ich hoffe, euch hat es schon mal geholfen, nur alleine mit diesen komischen Wertetabellen zu wissen, was eine Funktion ist. Bis zum zweiten Teil. Bis dann. Tschüss, tschüss.